Mein Ehemann sagt, das Leben ist wie eine Symphonie. Das sagt er mir jedes Mal, wenn er mich schlägt. Denn ich bin eine falsche Note. Dieses Klavier gestimmt? Wir müssen aufpassen. Das ist aber ein großartiges Teil. Ein ganz besonderer Mann. James Cook, ganz besonderer Mann. Oh, jetzt geht das wieder los. Der war der Erste auf Tahiti. Du sag ja. Wie wollen wir denn den Flügel da hochbringen? Ich hab sowas noch nie gemacht. Lass mich dich was fragen. Was glaubst du ist wichtiger? James Cook oder ein Reiskorn? Ne? Wollen wir die gleichen Knoten benutzen oder einen dreifachen Flaschenzug? Und was, wenn ich dir nun sage, dass das Reiskorn Bestand einer Ernte war, das ein ganzes Volk ernährt hat und dass James Cook sein Boot genau dort gebaut hat? Ne? Eine noch so kleine Sache kann große Wirkung haben. Kannst du dir vorstellen, etwas zu tun, das die ganze Welt verändert? Kannst du dir vorstellen, wie wir den Flügel da hochfliegen? Ein Klavier. Die zweitliebste Sache meines Mannes. Seine Liebste. Jüngere Frauen. Ist das das Fischershaus? Bitte komm zurück! Es ist nichts passiert! Es ist nicht angefasst! Vielleicht hat er recht. Mein Leben ist voller falscher Noten. Mein erster Ehemann, ein guter Mann, starb. Dicht gefolgt von meiner Mutter. Anschließend trug ich zwei meiner Kinder. Und endlich erkannte ich, ein Mann war. Ein Monster. Ich könnte eine gute Mutter wollen, dass ihr Kind in solch einer Disharmonie wächst. Das Übliche? Ich will nicht in Badrianti. Dieses Mal stehe ich Angelika. Haben Sie sich schon einen Namen überlegt? Einen Namen? Für was? Namen sind nur Formen der Zugehörigkeit. Wissen Sie, wie es ist, mit einem Trinker zu leben? Sein Geruch? Intim zu werden, mit einem leeren Körper, bis er einschläft? Ich werde dieses Kind nicht das gleiche Elend erleiden lassen, wie ich es jeden Tag erleben muss. Er ist kein Vater, er ist ein Tier. Wonach Sie fordern, ist nicht dafür da, auf die leichte Schulter genommen zu werden. Angelika, Ihre Wirkung ist sehr mächtig. Und nicht zum Spaßen gedacht. Es darf nicht die geringste Spur des Zweifels bestehen. Zahlen tut mein Mann. Ich muss Sie vorwarnen. Im Innern der Schachtel befindet sich alles, was Sie benötigen. Nehmen Sie nicht mehr als 3 Tropfen des Öls. Tun Sie es, wird Ihr Mann nicht der Einzige sein, der bezahlt. Mhm.
Und Sie haben es nicht von hier bekommen. Meine Meinung ist klar. Misstöne ruinieren eine Symphonie. Wie ein Klavier. Egal wie gut es ist. Wenn es verstimmt ist, ist es nutzlos. Ich habe Hunger. Mach mir etwas zu essen. Und wie kannst du es wagen, dich in meine Fähre einzumischen? Ich müsste nicht zu jüngeren Mädchen gehen, wenn du dich hübsch machen würdest. Du bist nutzlos. Dumme Hure. Misstöne ruinieren die Symphonie. Sie haben bestimmt schon einen Namen für ihn, nicht wahr? Was soll ich tun? Was soll ich tun?
Was für eine ruinierende Symphonie. Es sei denn, was wäre, wenn man die Misstöne aufgreift und sie verwendet, um eine neue Melodie zu beginnen. Deswegen erzähle ich Ihnen das alles. Ich glaube, Sie können mir helfen. Ich weiß, Ihr Unterricht ist sehr voll. Aber bitte sehen Sie sich ihn kurz an. Wenn Sie glauben, dass er kein Talent hat, gehen wir los und Sie werden nie wieder von uns hören müssen. Ich bitte nur um diese eine Chance. In Ordnung. Ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Wie ist dein Name? Sein Name ist Ludwig. Ich erwarte Ludwig nächsten Dienstag um 8 Uhr morgens, Frau von Beethoven. Danke. Danke.